So, hallo, jetzt gibt's wieder was aus meiner Sicht. Welch Wunder. Sind ja immer wieder so alle zwei Folgen. Okay. Ich glaube, ich muss mal hier schnell meine Erzschmelzen pausieren, weil die mir ein bisschen zu sehr das Holz wegschmelzen. Wegschmelzen lassen. Warte auf Anweisung. Sie verbrennen es, sie schmelzen es nicht. Ja, ja, wir können los. Ich habe mittlerweile Gott sei Dank endlich einen Vorrat von 100 Tonnen Nahrung angelegt. So, in Darlingen wird eingeladen. Ganz viel Tabak. Und in Omnitron wird da ausgeladen, der ganz viel Tabak. Der ganz viel Tabak. Nee, ich mache hier gerade wieder ganz viel Scheiße. So, hier ein paar mal aufsteigen lassen. Nee, ihr sollt schön im dunkelgrünen Bereich bleiben, ihr Leute. Ich habe immer noch 19 Tonnen Alkohol im Lager. Und jetzt habe ich... Ja, komm schon. Einwohner muss noch einziehen, dann habe ich genau 1000 Einwohner. Und 1000. In ihrer Siedlung leben nun über 1000 Menschen. Lol. Gerade ganz langsam aufgestiegen von 999 zu 1000 und jetzt, bomm, auf einen Schlag der Sprung von 1000 auf 1006. 7, 8, 9... Jetzt noch mehr Leute aufsteigen lassen. Und schon bin ich bei 1016. Ja, dann muss ich hier eine Schule irgendwo reinquetschen. Das nicht hab ich hier. 1200 Einwohner, nur ein Plus von 90. Habe ein Minus von 90. Okay, weiter als Stark kann ich nicht bauen. So, wir sind bereit. Fahr! Das Lager von Darlingen ist nämlich schon fast voll. Mit Tabak. Es gibt da etwas, das ihr für mich erledigen könnt. Ja, was ist der Auftrag bitte? Liefern Sie 15 Tonnen Holz. Tut mir leid, ich habe selbst nicht genügend Holz. Ich habe nur 3 Tonnen. Ich habe 4 Tonnen und ich verbrauche die gerade alle zum Ausbau meiner Siedlung. Also um Leute aufsteigen zu lassen. Ich bin froh, den Weg zu euch gemacht zu haben. So, die Nahrung wird sehr gut bei mir gerade produziert. Die steigt endlich wieder. Okay, durch den Import von der anderen Insel, ne? Die hier dauerhaft mit 2 Fleischereien und 2 Fischereien die ganze Zeit mitliefert. Sonst könnte ich die Bevölkerung hundertprozentig von der einen Insel hier nicht ernähren. Auf Dauer geht das nicht. Mittlerweile bin ich bei minus 18 nur noch. Wie sieht's mit Nahrung und Stoffen aus? Scheinen noch zu steigen und der Alkohol sinkt zunehmend. Musst du deine Alkoholproduktion ausbauen? Ich habe ja gar keine. Das ist immer noch der Alkohol vom Bierwagen. Lol. Die saufen den hier ganz langsam weg. Da stelle ich mir so gerade ein riesiges Fass vor mit so einer Erfüllanzeige, wie die ganz langsam sinkt. Ah, ich bin im Plus! Ich bin im Plus! Ich habe 106 Plus. So, und jetzt ist nochmal Bewohner aufsteigen. Wie viele Einwohner hast du denn jetzt? 1200 hast du vorhin noch gesagt. 1282. So, ich bin jetzt bei 1100 angekommen. Warum habe ich eine größere Stadt dazu? Das ist... Ich habe mich jetzt einfach so sehr lange mit der Stadt beschäftigt. Also mit dem Aufbau der Stadt. Das ist trotzdem so irgendwie so... Die Stadt ist ja nicht im Grunde größer, also an der Gebäudezahl meine ich jetzt größer. Sondern deine Stadt ist einfach schon weiter aufgestiegen. Du hast schon Bürger und so. Ich bin immer noch bei Siedlern. Und bin ganz zufrieden damit. Ich bin geldgeil. Die Bevölkerung eines Mitspielers hat die nächste Eine leichte KI ist schneller als ich! Nein! Tja, Captain Lahmarsch. Das wollen wir doch mal sehen. Du bist immer noch im Minus, oder? Ich? Und wieder bin ich bei euch. Okay, weil ich jetzt 2 Stoffproduktionen gebaut habe, ja, bin ich wieder ein bisschen im Minus. Aber meine Siedler wollen gerade wieder aufsteigen. Wie viel Geld hast du noch? 13.000.
Siehst du, ich habe das Doppelte. Meine Baumöglichkeiten wurden erweitert. Bedenke es. Think about it. Think about it. Also, ich habe 313 Bürger, steigen 698 Siedler und 288 Pioniere. Nochmal bitte, wie viel? 288 Pioniere, 689 Siedler und 314 steigen Bürger. Also keine Hamburger, also normale ja, Bürger. Ja, schon gut. 296 Bürger und 870 immer noch steigen Siedler. Jetzt sind es 871. 72. War ich letztens mit einem Arbeitskollegen in McDonald's, ne, sagen wir so, wir hätten gern 30 Chicken Burger, warm und frisch und so und alle gleichzeitig. Okay, wir haben gesagt, das war nur ein Scherz, wir haben wirklich keine 30 Chicken Burger. Du isst Chicken, so viele Chicken Burger, bis du brichst. Ne, ich trinke so viel Bier, bis ich kotzen muss. Wir sind bereit. Jetzt kommen meine ersten 40 Tonnen Tabak im Lager an. Also auf der Hauptinsel. Mal sehen, wie schnell die verraucht sind. Da fange ich jetzt am besten gleich mal an mit der Fleischproduktionsinsel oder sonst was für eine Insel. 104 Tonnen Stoffe steigend. So, welche der Inseln nehme ich denn jetzt für den Alk? Die kleinere oder die größere? Die größere. Fahrt aufnehmen. Alles habe ich jetzt schon wieder freigeschaltet. Das Theater, jetzt schon. So weit waren wir im letzten Spiel noch nicht mal. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal wieder an Bürgern. Boah, 228 plus, gerade eben war ich doch noch im Minus. Alter, mir werden jetzt schon Kaufleute angezeigt. Was? Ja, auf dem Marktplatz, dass ich die rein hypothetisch bauen könnte. So. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt gleich auf meiner Alkoholinsel eine Bäckerei baue. Also da geht reinfahren. Du willst deinen Produktionszweig bauen. Ja, ich will meinen Produktionszweig. Ich will meinen Arbeitszweig bauen. Arbeit! Deine Arbeit, deine, meine nicht. So, wie sieht's denn mit dem Tabak aus? Was ist das deutsche Volk ohne Arbeit? Mein Schiff hat die Hälfte des Weges zur Produktionsinsel geschafft und eine Produktion kommt zum Tabak Erliegen. Verraucht. Was wäre das deutsche Volk ohne Arbeit? Du. Es wäre nicht das deutsche Volk. Yeah, ich kann die Steuer bei den Bürgern erhöhen. So, jetzt hat der Tabak astrein den Alkohol. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Der Alkohol ist weg und der Tabak ist zur Vollkommenheit da. Und jetzt kann ich hier den Kontor bauen. Gleich mal Holzfäller mitten. Hallo, Willi. Gerade eben hast du dich doch noch über ihn beschwert. Ja, er guckt mich gerade so fragend an. Sagst du heute noch Hallo? Ja, wie war das bei diesem lustigen, bei dem Warte, sonst was Weins-Video? Nur am Anfang mit der Katze. Who's that girl? Und die Katze dreht sich um. Oh mein Gott! Stopp dieses Gesinge! Boah, ich hab 1300 Einwohner steigend, Alter. Fick die Wand. An. Nein. Warum nicht? Weil ich das nicht möchte. Who that girl that I fucking yesterday? Was? Oh, ich bin jetzt bei plus 179. Meinen Siedlern geht's gut. Wie steht's mit Fisch und also Nahrung und Stoffen? Stoffe sinken. Dann muss ich die Stoffproduktion wohl erhöhen. Ne, bei mir steigt noch alles. Bei mir bloß eben.
Lustigerweise irgendwie fällt der Alkohol nicht mehr über 100, unter 100 Tonnen. Obwohl ich auf meiner Alkoholinsel nur 3 Brauereien habe. Dann sei froh, dass es das nicht, dass es einfach nicht sinkt. Ja, okay, die haben alle den Meisterbrief aktiviert. Das heißt, die produzieren alle zu 110%. Behält der ewig? Ja. Was habe ich eigentlich erforscht bei dem Zeichen? Schiff fertiggestellt. Ja, ich habe auch den Meisterbrief. Apropos Forschung. Tja, nun ist es zu spät dafür. Haha, freier Händler, haha. Gefailt. Was hast du denn? Schafe. Ganz viele. Für Stoffe. Bla. Also musst du jetzt die ganze Zeit... Bla. Ja, du bist auch so ein Schaf. Bla. Einer ihrer Mitspieler hat eine höhere Zivilisationsstufe. Der ist jetzt schon bei Bürgern. Au. Ich bin langsam, aber ich gehe jetzt wirklich jede Stufe für Stufe langsam und sicher durch. Alter, deine Stadt sieht irgendwie so... Riesig? Riesig aus, aber wenn du so von oben guckst, besteht die für mich fast zu 90% nur aus Straßen. Nicht wirklich. Alter, das sieht so viel straßig aus. Wenn ich bei mir auf die Insel gucke, sieht man irgendwie mehr Häuser als Straßen. Aus. Oh, alles immer noch steigend. So, dann kann ich jetzt hier endlich mit der Alkoholproduktion anfangen. Wie viel Tonnen Erz habe ich hier noch? 199 Tonnen. Und hier? Nein, verdammt, da sollte es nicht hin. 108 Tonnen noch. Oh, Ramirez, du gehst mir auf den Sack. Ramirez, did I have say to you that you are a dirty motherfucker? No, you don't, but now you did it. Der hat mir gerade eingeräumt, dass ich besser wäre als er. Nein, der Dings, der Victor Leroy. Kein Wunder, du bist ja schon länger bei den Bürgern als er. Alle im Krieg mit Ramirez. Natürlich. Was kauft der denn so ein und was verkauft der denn so schön? Das kauft der gerade Nahrung ein, weil ich habe gerade viel Nahrung, um dir das zu verdickern. Ja, der kauft Nahrung ein. Der kauft sogar Kanonen ein. Was will der mit Kanonen? Okay, er macht mir Angst. Der Victor Leroy? Jojo. Lolo. Ich müsste eigentlich ärgerlich darüber sein, dass ihr weit erfolgreicher seid als ich. Der räumt bei mir jetzt auch gerade ein, dass er weniger erfolgreich ist als ich. Warum tut der das? Das frage ich mich auch. So, ich fahre jetzt einfach mal mit dem Schiff zu ihm hin und handel einfach. Wir sind bereit. Das Geld kann ich immer gebrauchen. Das Geile ist, er hat nur so eine winzig kleine Tabakproduktion, hat Bürger und alles und verkauft Kapitän Tabak. Unterstützt den Aufbau ihrer Flotte. Ja toll, jetzt kriege ich einen Dreckskapitän. Mensch. Gerade fertig mit dem Flottenbau. Gerade fertig mit dem kleinen Handelsschiff. Ja, hier kriegst du einen Kapitän. Kannst du jetzt schön deine Flotte aufbauen, obwohl die schon längst fertig ist. So viel zum Thema, ich sollte meinen Dialekt weglassen. Ich spreche auch nicht andauernd in diesem blöden Dialekt, wie du. Er hat den Dialekt beleidigt. Tötet es. Schlachtet es ab. Ich bezweifle zwar, dass diese Alkoholproduktion lange hält, aber ich bezweifle es stark. Fahrt aufnehmen. So, Staffeln aus, die steigen beide weiter fröhlich an. Nein, ich habe mich verbaut. Doch. Nein, doch. Nein, doch. Nein, Schatz. Na toll, irgendwie die ist wieder oben auf dem Speicher.
rausgeklatscht. Okay, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.